Warum man nicht? Will ich nicht. Es ist. Ich sag's Ihnen, rigoros bin ich auch. Kannst du das in der Aussatz noch schreiben? Bitte was? Was du jetzt angegeben hast. Ehrlich, aber ich sehe es halt nicht mehr ein. Bei so Fragen. Warum du diese Frage nicht beantworten kannst. Ja, aber bei so Fragen. Da schreibe ich keinen Aufsatz mehr. Da stehe ich gerade auf und gehe heim. Da gehe ich heim. Da brauche ich nichts mehr machen. Da brauche ich nicht mehr schaffen gehen. So, für die anderen Antwort mit der Rest der Klasse, die Frage, Roberto. So, das Problem ist jetzt folgendes. Ich bin der Klassensprecher und wenn ich mich querstelle, dann stellen sich alle hier quer. Dann machen wir hier gar nichts mehr. Dann machen wir das Schuppel dicht. Und so. Ha! Welche Frage? Moment, wenn ich angefangen wird, dann sagen wir, jetzt 10 Minuten Zeit. Und danach sammle ich es ein. Aber lass die Frage. Mit Dachdeck habe ich zu tun, oder? Ja, man kann das nicht. Wie gesagt, da stehen wir uns jetzt alle gleich mal. Da machen wir schon das Marker. Note? Sind sie gar nicht berechtigt? Da sind sie gar nicht berechtigt. Da müsst ihr erstmal ein Formular in der Stadt holen, ob sie das machen dürfen. Das darf man nicht so einfach hier. Okay, fertig. Hey, warte, doch nicht einfach, warte. Nein, right. Ja, du mach weiter. Guten Tag heißt das. Guten Tag, habe ich gesagt. Warum bist du zu spät? Ich habe dich was gefragt. Aha, jetzt sind wir auf dem Schweigsam. Auf dem Platz aber sofort. Mach ihn nicht. Folgende Situation im Praktikum werdet ihr das ja vielleicht auch sogar schon erlebt haben. Kommt zu mir ganz schnell weg. Ich weiß gar nicht, wo die war. Pack sie weg! Ich hab die noch nie rausgeholt. Bleibt da jetzt. Sonst war es das. Haben wir uns verstanden? Ich habe nichts gemacht. Nein, gar nichts. Ich bin unschuldig. Du hast nur den Unterricht. Ich bin unschuldig. Du bist immer unschuldig. Schuld sind immer alle anderen. Ich habe nichts gemacht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hatte doch gar nichts mit zu tun. Was jetzt. War das denn da? Ja, die wohl weiß, was ich woher die... Was weiß ich noch? Was weiß ich, woher die Flasche kommt? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, Mann, wo. Wie kann denn das sein? Wo kommt die denn auf einmal her? Ja, ich hatte die leider nicht in der Hand. Mann, ich kann mir das auch nicht erklären. Harry Potter war's. Ja, dann sind... Mensch, als wenn man mit einem Dreijährigen spricht. Ne, ich bin 16 Jahre alt. Ja. Heiße Michele Giacalone, gehe hier auf der Berufsschule und das sehr ungern. Keiner will das jetzt wissen. Habe keine Lust. Bitte was trinken? Ein Schluck. Ich habe hier so... Oh, ein Frosch. Boah. Du hättest doch gerade eben vom Wasserhahn was trinken können. Unhygienisch. Dreck. Oh Mann, im Unterricht wird nicht getrunken. Sag mal, kapierst du das? Die anderen dürfen das auch nicht, Michele. Außer Victor manchmal. So, weiter machen? Leistung. Also darf ich? Ausbehandlung, Arznei, Entbindungskosten, Krankengeld, Sterbegeld. Und darf ich dann auch? Ganz schnell. Musst du daraus jetzt eine Show machen? Ich sag ganz schnell und dann wieder weg und dann machst du da so eine Show raus. Was soll das? Nein, ich wollte leise machen. Leise. Mach weiter. Ich höre euch nicht stören. Ja, ich glaube, es ist auch. Mach doch weiter. Okay. Soll ich wiederholen mit Luca? Ja, wechsel mal auf. Immer die gleiche Leier. Kannst du dich nicht einfach daran mal halten? Ja, wenn man Durst, das ist ein bisschen schwer. Ja, warum? Was ist so schwer daran, jetzt hier unter dem Tisch zu trinken?
Also wollen Sie stell's diskutieren. Stell's weg und dann ist gut. Jetzt ist es weg. Ja. In der Tasche.